Am 28. März fliegt Dumbo zurück auf die große Leinwand. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Disney verfilmt seine alten Klassiker teilweise jetzt real neu. 2019 kommen insgesamt 3 Disney-Realverfilmungen von Filmen, die es eigentlich schon mal gab, raus. Die erste ist jetzt Dumbo, uns erwartet danach noch Aladdin und eine Live-Action-Verfilmung vom König der Löwen. Die große Frage, wer das braucht oder nicht, erübrigt sich ein bisschen. Ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Ich fand das Dschungelbuch damals ganz cool, weil das hat der Geschichte so einen etwas eigenen Touch gegeben. Also wenn man was Neues macht, vor allem tonal, warum nicht, dann sehe ich es mir gerne an. Dumbo allerdings war ich sehr, sehr skeptisch. Und das, obwohl ich eigentlich euphorisch sein müsste. Ich mag Tim Burton als Regisseur eigentlich unheimlich gern. Zumindest den alten Tim Burton. Sleepy Hollow ist für mich einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde Sweeney Todd einfach genial. Ich mag Edward mit den Scherenhänden und Edward unheimlich gern. Aber diesen Zauber und dieses eigene lässt Tim Burton in meinen Augen schon unheimlich lang vermissen. Und Dumbo handelt von dem berühmten Elefanten mit den großen Ohren, der in einem kleinen Zirkus geboren wird. Anfangs wird er noch gehänselt für seinen eigenartigen Look. Schnell stellt sich aber heraus, dass Dumbo mit seinen Ohren fliegen kann. Und just ist dieser Zirkus auf einmal unheimlich berühmt, was natürlich auch andere Investoren auf den Plan ruft. Und nicht alle von denen haben nur gute Absichten im Sinn. Von den 3 Disney-Realverfilmungen, die dieses Jahr kommen, war Dumbo mir eigentlich noch am wenigsten ein Begriff, denn ich habe diesen Film, den Originalfilm aus den 40ern, zwar irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich an die Geschichte konnte ich eigentlich gar nicht mehr erinnern. Das heißt, ich musste mir jetzt auch noch im Internet mal durchlesen, worum es überhaupt ging. Und tatsächlich unterscheidet sich die 2019er-Variante inhaltlich doch sehr, sehr stark von der Original-Dumbo-Variante. Hier gibt es keine sprechenden Tiere, es gibt auch keine sprechende Maus, die Dumbo zur Seite steht. Es geht weit weniger ums Mobbing, wie es ja in dem Original-Dumbo eigentlich der Zentralpart war, dass die anderen Tiere ihn halt ausgelacht haben wegen seinen großen Ohren. Hier bringt Tim Burton und seine Kreativcrew eine ganz neue Dimension herein an Story. Und zwar in Form von Michael Keatons, ja, großem Vergnügungspark-Leiter, Schrägstrich-Investoren, der das Potenzial in Dumbos fliegenden Künsten erkennt und alle reich machen will, aber vielleicht spielt er ja ein hinterlistiges Spiel, wer weiß. Was die Laufzeit des Original-Dumbos von 1 Stunde jetzt direkt mal auf 2 streckt. Ich habe mir dennoch gedacht, naja, ich kenne das Original nicht mehr so gut. Ich kann mich noch ein bisschen überraschen lassen inhaltlich. Ja, wie gesagt, Tim Burton hat für mich viel von seiner Magie verloren und auch Dumbo ändert daran leider nichts für mich. Das hier ist kein schlechter Film. Das hier ist ein Film, der für mich genau irgendwie ins Mittelmaß geht. Der Film hat visuell einige nette Momente. Er hat in puncto Set-Design und auch Kostümen und so weiter, hat er dieses etwas ausgeflippte, dieses Zirkus-Setting steht Tim Burton ja eh. Er hat einen Film gemacht, der hieß Big Fish. Da ging es um Zirkusmenschen und so weiter, den ich persönlich ganz, ganz toll fand, der auch sehr, sehr interessant aussah. Und auch Dumbo schafft es hier und da ist es sehr viel CGI. Zum Beispiel allein die Eröffnungssequenz ist ein CGI-Zug, der durch CGI-Landschaften fährt, wo ich mir denke, warum kann nicht zumindest irgendwas, warum nicht einen echten Zug? Ist es einfach zu teuer geworden, einen echten Zug zu filmen? Das nimmt mir die Magie einfach. Wenn ich weiß, all das im Hintergrund ist alles nicht da, selbst die Felder mit dem einen Baum im Hintergrund sind alle animiert, das finde ich einfach nicht schön. Das gefällt mir vom Stil auch einfach nicht. Trotzdem ein bisschen Tim Burton ist hier drin, auch ein paar Kameraeinstellungen und so weiter sind ein bisschen crooked, ein bisschen verrückt, ein bisschen märchenhaft, kann man sagen. Das ist so ein bisschen Tim Burton-Style, aber was ich vermisse unheimlich an Tim Burtons eigentlichem Stil ist nicht nur das Visuelle, sondern auch das Inhaltliche. Ed Wood hat ein riesengroßes Herz, Sweeney Todd hat einen unheimlich tollen Pathos, ebenso wie Sleepy Hollow, der unheimlich packend, aber auch sehr lustig war. Big Fish ist ein unheimlich emotionaler Film. Da hat er Zirkuscharaktere gehabt, mit denen man mitgefühlt hat zum Großteil. Und jetzt hat er das im Dumbo im Prinzip nochmal. Es gibt ganz viele verrückte, verschiedene Figuren. Keine davon hat einen echten Charakter. Mit keiner davon habe ich groß mitgefühlt. Und ja, der Elefant ist süß. Und das ist auch ganz, man dann denkt sich auch so, oh nein, ich finde das doof, dass der jetzt ausgelacht wird und so, aber mehr ist es halt nicht. Nur diese wirklich oberflächliche Emotion von Mitleid. Inhaltlich ist die Geschichte, obwohl sie abgewandelt ist vom Original, eine altbekannte, ich sag mal, Außenseiter wird cooler Typ und Held-Geschichte. Dieser Dumbo redet hier nicht, stattdessen gibt es 2 Kinder, die jetzt mit Dumbo interagieren, die für mich leider die schlechtesten Kinderdarsteller seit Wrinkle in Time waren. Also vielleicht lohnt sich sogar die deutsche Version mehr. Das Hauptmädchen, was Gott sei Dank am Anfang zwar viel auftritt, aber gegen Ende nicht mehr so viel, spielt so unfassbar hölzern. Es ist ein Kind, eine Kinderdarstellerin und so weiter, klar, ich will die jetzt hier auch nicht niedermachen oder irgendwas, aber das hat mich aus der Immersion gerissen.
Fly, Dumbo, fly. Wow, I'm so excited. Es hat mich halt einfach wirklich aus diesem Film rausgerissen, jedes Mal, wenn sie ihren Mund aufgemacht hat. Und auch an sich finde ich es schade, diese sprechenden Tiere, dieses etwas verrückte, quirlige, wird der Geschichte eigentlich genommen und durch sehr reale Dinge ersetzt und durch sehr reale Hintergründe und so weiter. Die Charaktere kriegen alle so ein bisschen mehr Hintergrund, wirklich nur ein bisschen. Und dieses Ausgeflippte fehlt irgendwie. Das kommt erst zur Mitte des Films, wenn dann Michael Keaton auftritt, der auch hier wirklich Spaß an seiner wirklich vollkommen überzogenen Rolle des Bösewichts hat. Da gibt es Szenen, die machen Spaß mit ihm, weil er es halt so richtig genießt und manche Szenen sind wirklich auch einfach nur noch unangenehm lächerlich, weil er so übertrieben spielt. Danny DeVito macht Spaß in diesem Film, ist schön, ihn mal wieder zu sehen in der Rolle, aber auch Colin Farrell ist hier und Colin Farrell ist ein toller Schauspieler, das hat er mehrmals bewiesen, aber er hat hier halt nicht viel zu tun. Und ich frage mich halt, wenn du schon das Source Material so weit abänderst und vielleicht der Geschichte neue Facetten verleihen willst, wozu so eine Neuverfilmung ja da sein kann. Und das versucht dieser Film. Warum verleiht die Neuverfilmung dem alten Film dann allesamt Facetten, die ich schon tausendmal in anderen Disney-Filmen gesehen habe? Ich habe das Original lange nicht mehr gesehen, aber allein die Inhaltsangabe, aber wenn ich lese, dass Dumbo und die Maus dort Waschwasser trinken, wo Alkohol drin war und sie kriegen LSD-Visionen. Allein das ist ausgeflippter und mutiger als jede Szene in dem neuen Film. Ich gebe diesem Film deswegen 5 von 10 Punkten. Ich will ihn nicht komplett zerreißen. Es ist eine negative Kritik von mir, weil ich ein unheimlicher Tim Burton-Fan eigentlich bin. Aber seit Jahren kriege ich von Tim Burton nichts mehr, was an seine Werke, wie zum Beispiel Sweeney Todd und so weiter, rankommt. Irgendwie wirkt es so ein bisschen so, als hätte er so ein bisschen einfach seine Lust verloren, wirklich ausgeflippt zu sein. Ich glaube nicht, dass er die Liebe zum Film verloren hat, weil dieser Film will schon emotional berühren, aber es ist alles einfach sehr altbekannt, sehr oberflächlich. Dieser Film sieht nett aus, er hat diese paar typischen Tim Burton-mäßigen Stile, die auch nett sind, die zu Dumbo auch sehr gut passen. Aber auch da mit dem übermäßigen Einsatz von CGI teilweise, mit teilweise schlechten Kinderdarstellern und so weiter, hat sich für mich nie das Bild einer echten Welt oder einer schönen oder interessanten Welt ergeben. Dieser Film ist in manchen Zügen nett gespielt, in manchen Zügen macht er ein bisschen Spaß und will ein bisschen übertrieben sein, in vielen anderen reduziert er die Ursprungsgeschichte, aber auf einen unheimlich typischen Standard. Disney-Film. Und ja, es gibt diese paar Vorzüge, wie gesagt, der Film ist auch mit unter 2 Stunden immerhin nicht übermäßig lang und er ist unterhaltsam, er plätschert so vor sich hin, aber wie gesagt, für mich ist das wieder ein weiterer Eintrag in diesem ganzen Disney-Realverfilmungsding, wo ich mir denke, warum macht ihr das, wenn ihr damit nichts wirklich anfangt? Und wenn euch diese Review gefallen hat, liken, subscribe und scan, teilt es auf Facebook, Instagram und sagt mir doch gern, was von diesen Disney-Realverfilmungen denn, was ihr davon haltet. Und ob euch eine damit gefallen hat und warum, das würde ich gerne wissen. Und dann sage ich ein schönes Kinowochenende und ciao, ciao.